Hallo Leute und herzlich willkommen zum heutigen Video. Was machen wir hier eigentlich? Wie nennen wir das? Das ist das Quiz heute gegen, ja, Red. Ja, wer ist Hast du das schlauer geguckt? eigentlich? Eigentlich, wer ist Dein schlauer? Video, ist ja, na, meins ist ja eigentlich, wer ist schlauer, Red Phoenix oder Mikey? Nee, mein Ich, Video ich, ist ja eigentlich kleiner heißt, Spoiler, ich bin wer besser. Wer kennt den anderen besser? Wer kennt den anderen besser? Ja, wer kennt den anderen besser? Fragen. Genau. Okay, und ich würde sagen, ich mute mich hier auf Discord und Red gleich auch. Also ich weiß doch nicht, ob ich du... auch. Ja, und dann werden wir hier uns die Fragen vorbereiten. Ich kann die dann gleich vorlesen. Ich werde euch aber die Antwort nicht sagen, damit ihr auch ein bisschen mitraten könnt. Und ihr werdet dann sehen, ob es ihr mit Red richtig macht oder nicht. Und fragt euch nicht, wieso ich schon 10-mal gestorben bin. Wie gesagt, kleiner Spoiler, ich bin besser als Red, aber egal. Mein Video kommt ja eh vor deinem. Genau, eben. Ich würde sowieso bei sagen. Dir dauert das ja aber erstmal Jahre, bis das Video kommt. Ja, ist so, sowieso. Also ich das sagen, das kommt wahrscheinlich eh erst 2026 Jahr, sollte das, glaube ich, kommen. Ja, irgendwie, wir nehmen, glaube Alter, bei uns ist minus 6 Grad. Das ist 8 Grad. So auf, oder? Ist doch 2020 Grad noch, oder? Nee, ist 21. Nee, es ist 20. Das okay, Video es ist kommt 20. Ja, später, weißt du ja. Ach so, stimmt, ja, genau. Ich bin so lost, Alter. Ja, okay. Auf jeden Fall, ich müde mich jetzt, weil ich habe keinen Bock mehr, ich bin jung. Haust du rein. Haust du rein. So. Alter, genau gleichzeitig. Was für Prost. Okay, wir gehen jetzt hier zum ersten Haus und hier zum Goldblock kommt immer die Frage. Und das hier ist zum Beispiel eine ganz simple Frage. Wie groß bin ich? Das habe ich schon mal erwähnt, von daher, er könnte es wissen. Oder er sollte es wissen. Wer ruft mich jetzt an? Alter, schon wieder mein Mod. Voila, ich kann nicht. Okay, wir haben hier einmal als Größe. 1,76, so. Ich denke, das checkt er. Muss hier nicht so Zentimeter schreiben, beziehungsweise Meter. Und dann noch 1,82. Ihr könnt euch ja schon mal Gedanken machen. Bestimmte Dias muss ich dann noch verteilen, aber das mache ich dann ganz kurz einfach am Schluss. Dann werdet ihr das Ganze halt nicht sehen, weil dann könnt ihr auch mitraten. Bin ich? Punkt, 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 Fragezeichen. Ordentlich. So, oder natürlich unordentlich. Voila, okay. Krise, Mann. Ich vergesse die ganze Zeit, dass ich Facecam habe. Ich nehme nie Minecraft mit Facecam. Okay, doch, eigentlich damals mit Bestrafung und so. Egal. Okay, eine wichtige Frage. Wann? Die können auch wissen. Das haben wir schon gar in einem Video zusammen besprochen. Minecraft Valhalla, wenn ihr es nicht wisst. Wann habe ich mit diesem Kanal angefangen? Scheiße. Fragezeichen. Ah ne, nicht wann, sondern an welchem Tag. An welchem Tag kam das erste Video eigentlich? Welchen Tag? Okay, ich werde ihm da einfach sagen, jo, das war halt so, also das mein erstes Video ab, da sage ich sozusagen, dass ich angefangen habe. Okay. Das wäre einmal der Freitag. Der 13. Oder, lustigerweise, der 1. April. Habe ich mich gemutet? Ich hoffe, ja. Okay. Das wäre so der Beste gewesen. Hier, Ehremann, er macht dieses Wetter hier weg. So. Habe ich noch wieder welches Instrument. Alter. Welches Instrument kann. Alter. Kann ich spielen? Das könntet ihr auch wissen, wenn ihr auf meinem Real-Life-Kanal vorbeigeschaut hättet. Aber jetzt natürlich nicht cheaten, ne? Das wäre einmal Gitarre oder Piano slash Klavier. Ich merke gerade, ich kann halt beides spielen. Das ist gerade so ein bisschen das Ding. Aber es geht ja darum, was ich besser kann. Eigentlich nicht, aber egal. Das gehört einfach so zur Frage. Und dann, was habe ich für eine Austier? So, das könnt ihr auch wissen. Ich glaube, da habe ich auch schon von gequatscht. Entweder mal ein Pferd oder ein Axolotlala. Okay. Und ich würde sagen, für euch gibt es jetzt einen kleinen Cut. Und dann platziere ich die Diamanten in den Chests. Und... So, ich will dich ja nicht hetzen, aber... immer Gas, ich bin fertig. Ah, okay. Okay, Leute, wir sind jetzt beide hier fertig und... ja, wir legen jetzt los. Ich würde sagen, wir schreiben... Wir machen 3, 2, 1 und dann schreiben wir Schere, Stein, Papier in den Chat. Okay. Und
Dann sehen wir, wer anfängt. Okay. Schere, ja. Bist du ready? Stein, ja. Schere, Stein, Papier. Haha. Scheiße! Okay, Red darf aussuchen, wer anfängt. Du fängst natürlich an. Okay, perfekt. Dann kannst du meine Frage mal vorlesen. Ich fang mal an. Welches war mein Lieblingsfach in der Grundschule? Ich komm nicht hoch. Och Gott. Stimmt, hätte ich auch nehmen können. Deutsch oder Mathe? Oh shit, Alter. Ich hab ja so gar keine Ahnung. Also bei mir war es safe Mathe, weil ich kann überhaupt kein Deutsch. Also ich kein Deutsch können, Alter. Aber ich weiß nicht, ob du auch... Du hast mir, glaube ich, mal gesagt, dass du Mathe nicht so nice findest, weil du hast auch, glaube ich, gesagt, dass du das abwählen würdest, wenn du könntest. Oder warst das nicht du? Doch, das hast doch bestimmt du. Ich gehe für Deutsch. Ich gehe für Deutsch. Nein! Hä, warst das nicht du? Irgendjemand hat... Die Rede ist von der Grundschule, nicht von der jetzt. Ach, stimmt. Ach so. Aber ich muss sagen, ich finde auch jetzt in Mathe nicht schlecht. Okay. Darf ich mir den trotzdem nehmen, weil ich wusste es ja, dass du es abwählen willst. Okay. Will ich nicht. Dieses will ich auch nicht. Trotzdem nicht. Jetzt. Okay. Ich muss sagen, wir haben nicht wirklich viel drüber gesprochen. Ich habe mal erwähnt, dass ich in der Grundschule Mathe sehr gut war auch. Ich hatte aber auch eine echt korrekte Mathelehrerin. Okay. Und ja. Ich wusste nur noch, dass du das... Oh gut. Also war es scheinbar doch nicht du. Wer war das denn? Ja genau, wie groß bin ich? Alter, scheiße. Wieso weißt du das? Das... Habe ich das mal gesagt? Lass kurz die ganzen Diamanten weg. Oh! du hast es mit mir besprochen, in Valhalla haben wir mal drüber gesprochen. Echt? Mit Simon, glaube ich, haben wir darüber gesprochen. Ach ja. Gott, ich wusste gar nicht. Ich wusste, dass du irgendwie eins, also ich bin ja selber 1,83 und deswegen wusste ich, dass dass du kleiner warst als ich und ich weiß, dass du nicht 1,80 oder so groß warst. Das war, glaube ich, das war sogar in einem Rocket League Stream bei dir. Stimmt, das könnte sein. Okay, nächste Frage. Von welcher Marke ist meine Uhr? Samsung oder Huawei? Och Gott. Scheiße, Mann. Hast du kein iPhone? Ich würde für... Also ich muss... Aber das Ding ist... Ich muss sagen, beide Hersteller stellen Uhren her, also. Ja, eben. Aber ich glaube, du hast Huawei. Nee, du hast Samsung. Ja, oh mein Gott. Ich war mir so... Oh Gott, ich war mir so sicher. Aber ich dachte... Aber Huawei... Hä, machen die wirklich Uhren? Ich habe noch niemand gehört. Ich habe jetzt erst eine neue rausgebracht. Ach so, deswegen... Aber ich habe eine Samsung Galaxy Watch 3. Und ich habe auch ein Samsung Handy. Digga, zum Glück habe ich mich doch umentschieden. Okay. Ja, ich dachte auch erst null. Okay, neue Frage. Wer bin ich? ordentlich oder non-binary, Allah? Oder unordentlich? Weil eigentlich... Oh Gott. Pass auf, was ich über YouTube habe, ist, dass du anders unordentlich bist. Aber ich glaube, du hast mal erzählt, dass du übel ordentlich bist. Ach, come on! Heftig, wo bin ich denn die unordentlich auf YouTube? Ich bin einfach komplett verplant, aber das ist das Einzige. Ja, eben drum. Oh, mein Kopf ist unordentlich. Irgendwie habe ich da was. Ja, ist aber wirklich so. Ich habe gefühlt, Leute, ich glaube, ich gebe Redman ein Like und ein Abo, Alter, weil ganz ehrlich, der Typ, der geht durch die Hölle mit mir. Weil er schreibt mir so 10 Angebote, ich kann vielleicht so bei einem halben, Alter. Nicht mal da kann ich ganz, weil ich noch wegmusste. Ich gebe ihm 10 Termine und er sagt dir bei allen ab, Alter. Ja, ist so. Wirklich, egal was, ist erstmal absagen. Ich schaffe 2 Videos aufzunehmen einfach. So krass. Sensation. Das ist auf jeden Fall ein Vorsatz, den ich habe, dass ich das besser plane. So, wann habe ich meinen ersten Livestream gemacht? Oh. War das entweder am 12.02.2020 oder war das am 24.05.2020? Bruder. Ich weiß, ach scheiße, ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, du hast ja auch 2020... gezeigt. Ja, eben. Das ist das Cringige. Du hast halt, ja, dass ich 2021 erst richtig angefangen habe mit YouTube. Genau, das weiß aber ich. Aber dass du halt schon mal aktiv war. Das weiß ich, aber ich würde sagen, du warst schon vorher aktiv. Oh mein Gott, Alter, so Lucky Points gerade. Das war das Erste, was ich auf YouTube gemacht habe. Das Erste, was ich gemacht habe, war ein Livestream. Nee, ich nicht. Ich habe lange keine Streams gemacht eigentlich. Ich habe damit angefangen. Okay, nächste Frage, Leute. An welchem Tag habe ich mit diesem Kanal angefangen? Du musst wissen, damals angefangen bedeutet für mich das erste Video hochgeladen, weil ich hatte den Kanal, glaube ich, irgendwie schon 2 Monate vorher gegründet, aber dann habe ich nichts hochgeladen. Kanalgeschichte, ich weiß die. Ja, stimmt, scheiße, das habe ich auch in einem Video gesagt. Nehmen so obviously Dinge. Okay, auf jeden Fall, war das am 1. April oder an einem Freitag, der 13.? Am Freitag, der 13. Als ob, habe ich das gesagt? Nein, hast du nicht, aber 1. April kam jetzt so irgendwie so komisch vor. Also ich war der Meinung, es war irgendwie, ich dachte, ich hätte es mal gehört, dass du sowas gesagt hast, dass es irgendwie an so einem Freitag oder so war. Und zwar haben wir das besprochen in der Minecraft-Folge, wo wir den Mutterdrachen gesucht haben. Wo wir so ewig aufgenommen haben, was wir eigentlich rauscutten wollten und wir uns dann darüber unterhalten haben, wie wir auf unseren Namen auch vom Kanal gekommen sind. Stimmt, ja. Du hast auch erzählt, dass du mehrmals den Kanal angefangen hast und abgebrochen hast. Ja, ist so, ich habe irgendwie 10 Kanäle schon gehabt. Wenn ich einfach geblieben wäre, auf einmal wäre ich schon längst ins Fame.
Na egal. Ja. Was war das erste Computerspiel, was ich gezockt habe? Oh, Scheiße. Oder Alarm für Cobra 11, das Syndikat? Okay, wieso, sehen, wieso, schon mal ein Video genannt. So, ja, vor allem, wieso so ein Casual-Game und dann plötzlich so ein Spiel, so, wo ich noch nie von gehört habe. Aber ich weiß es nicht mehr, ich habe so ein scheiß Gedächtnis, Alter. Also, ich nehme Alarm für Cobra 11, jawoll! Das ist meine Lieblingsserie, schaue ich immer noch gerne. Die okay. Sache ist halt so, ich wollte eigentlich Crash Time 4 schreiben, weil das nicht so lang ist und nicht so auffällig ist. Aber dann dachte ich so, den Punkt, den schenke ich dir eigentlich mal. Ja. Ey, du hast drei Diamanten, halt so, oder? Ich habe das mal genannt, ich habe drei, ja. Aber okay, ich scheiße. Dran, ja, eben. Die Sache ist, ich habe das mal genannt in der Warf-Folge mit Niemarbeiter. Hab ich alle mal gefragt, dass sie das erst gezockt haben und habe meins auch genannt. Okay. Welche Instrumente? Das, hier muss ich sagen, ich kann alle Instrumente, also nicht alle Instrumente, aber beide Instrumente hier spielen, aber welches kann ich besser, ist mehr die Frage. Piano. Wo bin ich ein Virtuose? Oh, ich weiß, dass du Gitarre spielen kannst, aber von Klavier habe ich noch gar nichts gehört. Das könnte jetzt auch wieder so komplett Fangfrage sein. Ich sag auch Gitarre. Ah. Mann, ich habe gerade meine Gitarre ins Bild genommen. Okay, warte mal. Rate mal, wie viele Gitarren habe ich? Ich würde sagen 3-4 Stück. Ich habe 5. Okay. Aber ja, doch, ist ganz nah hingekommen. Aber das kommt dann vielleicht mal in der nächsten Folge mit rein. Stimmt, das können wir eigentlich mehr machen. Wäre eigentlich noch ganz lustig, oder? Lasst ein Like, ja, aber nur, wenn ihr das cool findet. Genau. Okay. So, ist auch ein leicht geklautes Format, aber egal. Echt? Ist das geklaut? Hat das schon mal gemacht? Naja, nicht so wirklich. Also, es gibt halt so eine YouTuber, die das auch machen. Ja, aber Bruder, du kannst doch nicht sagen, dass das geklaut ist, wenn du Fragen beantwortest, Alter. Naja, okay. Also, egal. Ja gut, das in Minecraft schon mit dem PvP, das habe ich schon ein bisschen geklaut davon, aber egal. Danke auf jeden Fall. Hat mir nichts gesagt. Welche der neuen Konsolen würde ich mir kaufen? PS5 oder Xbox Series X? Ach Scheiße, ich glaube, du bist Xbox, oder? Du bist so ein Xbox-Junge. Also ich habe gar nicht geguckt übrigens, wo die Xbox war oder die PS. Ich habe einfach echt wieder random hier reingerannt. Die Sache ist halt so, oh, Glück gehabt, ey. Ich war nie ein PlayStation-Fan. Ich hatte ja, das aber selber auch nie eine Xbox. Okay, ich dachte eben, du hattest mal sowas gesagt, dass du Xbox geiler findest. Oder irgendwie so. Hab ich auch. Ich bin eigentlich jemand, ich habe immer auf Switch gespielt, also Nintendo-Konsolen, ich hatte DS, ich hatte Boah, Nintendo ist Nintendo ist aber sowieso Legende, Alter. Ja, ich habe wie Nintendo DS, Nintendo 3DS und eine Switch hatte ich ja auch. Aber, ja. Fühl ich. So, was habe ich für ein Haustier? Pferd? Axolotl. Oh, weißt Gott, du, was das ist? Ich weiß, dass du gerne reiten gehst. Ja, das Ding, was die jetzt auch in Minecraft hinzugefügt haben. Okay. Na, ich dachte gerade, scheiße, vielleicht weiß ich gar nicht, okay, was das ist. Okay, jetzt muss ich überlegen. Perfekt, er ist runtergefallen. Das war's mit dem Video, Leute. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi! meine Diamanten sind weg, Lul. Ich hatte 4 Diamanten. Was ich sagen muss, ich hatte bisher alles richtig. Ich muss jetzt das auch noch... ich wäre auch was runtergefallen. Also ich muss sagen, ich weiß, dass du ein Pferd haben wolltest und ich weiß, dass du reiten kannst. Und so oft wie du reiten bist, würde ich sogar fast sagen, du hast ein eigenes Pferd. Ja. Ich muss jetzt Diamant, gebe ich mir erstmal 4 Stück wieder, weil ich 4 Stück hatte. Du hast nichts gehört, oder? 4. Nein, habe ich nicht. Okay. Stimmt, das ist auch halt auch immer so ein Ding. Da muss ich noch reiten gehen und so. Und dann habe ich sowieso keine Zeit mehr. Ja ganz schön mit. Ich habe kein Pferd, aber ja, ich gehe relativ viele reiten, aber ich habe tatsächlich 2 Axolotl. Die habe ich aber, glaube ich, noch gar nicht so gezeigt. 4-mal ein kleiner Clip von denen. Noch ganz kurz gucken. Wo sind jetzt die Axolotl? Oh, guck, da oben ist einer. Und den sieht man aber... Ja, okay, so gut sieht man es auch nicht. Ah ja, genau. Ich will nicht ganz ins Gesicht, sonst das tut denen weh. Hier ist einer. Wo ist der zweite? Da hinten. Ja, chillig. Ich hoffe, ich vergesse nicht, Alter. So würde ich mich halt kennen. So, jetzt kommt einfach so nix. Jetzt kommt einfach weiter. 4 Diamanten. Ich auch. Wahrscheinlich auch, oder? Ja. Machen wir wieder 8 drauf. Die Sache ist halt, sowas kann man leicht erraten auch. Und ist so. Ich muss sagen, ich war mir nicht sicher, aber Axolotl, nee, eigentlich nicht. So. Ist halt sehr exotisch. Ja, ist so. Das ist so, das musst du bei Züchtern kaufen, weil Qualipet, die wurden verklagt wegen denen. Okay, na gut, dann würde ich sagen, wir drücken jeder 8-mal, oder? 6-mal den Dropper. Okay, 6-mal. Was haben wir überhaupt hier? Die Sache ist mit 5, dann würde ich sagen, dass derjenige, der mehr hat, halt ja, stimmt, einmal ja. mehr drücken darf als der andere, aber wir haben halt immer gleich viel. Du darfst anfangen gleich. Oder machen wir Schere, Stein, Papier? Ich würde sagen, wir machen wieder Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Scheiße, Mann, was ist das denn? Ich fange an. Okay. Wieder. Boah, Chestplate. Aber nee, aber das hat schon wieder schlecht angefangen. Hä, wieso? Ich Goldschuhe. Hab ich die angezogen? Das ist eine Dia-Chestplate, ja, okay. Hast du. Okay, zack. Oh, Goldhelm.
wieder gut aus. Oh, ein Bogen. Heißt das, ich bekomme Pfeile, ne? Ich hab einen Pfeil, ja. Okay, du hast auch einen Bogen. Alter, schon wieder eine Chestplate. Was soll ich denn mit so vielen Chestplates? Ich brauch auch meine Chestplate, Junge. Oh, ich hab noch keine Chestplate. 3, 4, 5. Wir haben mir gesagt, 6 Mal, ne? Dann ist mein Last Move. Wow, ich hab einen Arrow bekommen. Danke für den. Ja, ich darf nicht mehr. Ich bin durch. Ich hab keine Chestplate. Du hast keinen. Wir haben nur Bögen. Wir haben nur Bögen. Das ist aber interessant, okay. Würde ich sagen, kriegen wir einen Stack Pfeile, Alter. Ganz ehrlich. Oder? Du willst doch jetzt kein PvP mit nur Bögen machen. Ja, doch. Das ist interessant. Okay. Dann mal etwas anderes. Da hast du mal das mal nicht abgeguckt, Alter. Ach stimmt, ich kann ja auch in Game Mode hin. Hier, ich hab dir schon einen Stack Pfeile gegeben. Achso, okay, perfekt, danke. Okay, dann gehe ich mal onto the battlefield, Leute. Also vielleicht noch in Game Mode, ne? Game Mode 0, ihr seht ja, was ich geschrieben habe. Leute, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wenn irgendjemand überhaupt dieses Video guckt. könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, oder wie viel ihr richtig geraten habt von Red sein persönlichen Fragen oder von meinen. Und ob ihr gewonnen hättet im PvP. Da würde einfach jeder ja schreiben, weil. Ja, 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 man kennt unsere Zuschauer. Ja, ja. Na gut. Die sind so fame geil. Sagen 3, 2, 1, go. Alter, ich check nicht. Ich hab in jedem Spiel habe ich auf Shift sprinten, außer in Minecraft. Da habe ich es auf. Oh, Control. Aua! Shift sneaken und Control sprinten. Aua. Alter, ich sollte mal essen, ne? Ich bin fast tot. Nein, was? Ja, moin! Dein Inventar droppt aber. Och nein! So, 3, 2, 1, go! Wir haben ja schon gezielt, hat der kleine Kick. Wie wir immer beide so richtig offenhaft springen danach. Aua! Ah! Digga, das kann doch nicht wahr sein, wenn er dich so behindern wäre. Sogar im Fuck schießen, Alter. Ja. Bruder, was ist das denn? Was ist das denn? Oh Gott, ey, Leute! Scheiße, Mann, das kann doch nicht wahr sein. Bei mir sah halt gerade einfach so aus, als wären deine Sachen gespawnt. Vor allem, du hast, glaube ich, wie viele Rüstungspunkte hast du? Ich habe 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe einen weniger. Das macht es nicht besser. 3, 2, 1, go. Willst du auf Nahkampf gehen? Oh Gott! Alter! Ey, ich hab noch getroffen! Damage, nein! Ja, siehst du? Wenn du ihn nicht komplett auflädst, macht er auch viel zu wenig Damage der Bogen. Zu wenig, wenn man ihn komplett auflädt? Na, wenn du ihn nicht komplett auflädst, macht er kaum Damage. Ey, ich treffe einfach nicht! Ich hab nichts getroffen. So traurig. Okay. Ich glaube, Pro-Game ist nicht so dein Ding, oder? Nee, 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 PvP ist nicht meins. Nächstes Mal machen wir ein Build-Battle. Nein. Wir können ja nächstes Mal auf der neuen Version spielen. Da, Digga, da treffe ich auch nichts. Also da mache ich auch keinen Damage. Stimmt, da bin ich wieder. Na, kein Fall runter. Ja, gewonnen. Oh nein, du hast mich nicht runtergezogen. Ja, ja. Aua. Wir sind beieinander gestorben. Okay. Schön, das. Ich bin runtergespawnt, hä? Egal, Leute, genau, nochmal. Leute, das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat und ihr ein paar Sachen erraten konntet, also auch wenn nicht, dürft ihr natürlich gerne ein Like und ein Abo da lassen. Red ist hier schon fleißig und reißt die Schilder ab. Finde ich auf jeden Fall nett. Ja, hast du noch was zu sagen? Ja, nö, schaut bei mir auf YouTube vorbei. Oha, der King. Okay, Leute, das war's mit diesem Video, ja. Vielleicht will ich es noch so 10 Mal sagen, aber vielleicht war's mit diesem Video. Nee, auf jeden Fall war's das mit diesem Video, oder? Ich bin nicht. Ich kann sagen, dass das jetzt mit dem Video war. Ja, also, es war halt. Also, das war's jetzt mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao! Digga, ich bin so hobbylos.